Halli, hallo, hallöle, willkommen zu Magic the Gathering Arena. Ausgeschlossene historische Karten. Die folgenden Karten werden von historischem Format ausgeschlossen. Tarsas Orakel für 2 blaue. Kreatur Mehrvolk Zauberer 1-3 aus Teros. Wie man hier sieht. Da. Wenn Tarsas Orakel ins Spiel kommt, schaue dir die obersten X-Karten deiner Bibliothek an, wobei X gleich deiner Hingabe zu blau ist. Jedes Blau in deinen Mana-Kosten von bleibenden Karten, die du kontrollierst, erhöht deine Hingabe zu blau um 1. Lege bis zu eine davon oben auf deine Bibliothek und den Rest in zufälliger Reihenfolge unter deine Bibliothek. Falls X größer oder gleich der Anzahl an Karten in deiner Bibliothek ist, gewinnst du die Partie. Okay. Eine Win-Condition, die deshalb ein bisschen zu stark ist. Deshalb in Historic ausgeschlossen. Wir machen weiter und bauen uns ein wunderbares Deck. Erstmal nochmal ins Store gucken, was gibt's denn hier so Neues? Meistens irgendwelche Aktionen, die ja täglich rotieren. Sowas zum Beispiel. Und hier so ein bisschen Negieren im alternativen Stil, was so wackelt. Herzloser Akt. Schattenspeer. Phönix aus Asche. Alles klar. Gut. Hallo Tigerforelle. Du bist Essen. Ja. Guten Hunger. Wir sehen uns. Irgendwann mal wieder. Kapi. So, ich hätte übrigens noch ein Follow irgendwie die Tage bekommen. Da. Bloop. Wollte ich nur noch mal einwerfen. Wir hatten ja schon ihren kunterroten Blüten. Alles klar. Die berühmten 99 Damage Zuschauer, die hier immer reingucken. Ich erkenne sie wieder. So. Format auswählen. Wir bauen ein Standard-Deck. Null. Ja, das sind Länder. Null Länder sind drin. Das ist aber generell alles auf Null. So. Wir bauen ein... Ja. Wir haben ja noch Prismari oder Silberkiel oder Quandrix. Ich baue mal nochmal ein neues Silberkiel-Deck. Guck mal, was daraus wird. Ja. Das heißt, wir brauchen weiße und schwarze Karten. Im Standard. Bevor mir das Ding wieder irgendwas anderes anzeigt. Wir fangen mit günstigen Karten erstmal an. Ich werde mich natürlich jetzt erstmal noch darauf konzentrieren, dass es alles vom Standard ist. Wenn Standard Sets rausrotieren zum Herbst, dann werde ich die auch wirklich erst rausnehmen. Ja, da wird es dann nochmal eine riesen Umbauaktion von Decks geben, aber jetzt natürlich noch nicht. Was haben wir denn hier zum Beispiel? Zerstöre eine Kreatur, eine Kreatur deiner Wahl mit Stärke 4 oder mehr. Für 3 Mana kann man machen. Und für ein beliebiges Weiß und Tappen, tappe eine Kreatur deiner Wahl. Wenn das Ding dann nochmal als Riesentöter raufkommt. Diese Abenteuerkarten, die sind manchmal schon... Hoppala. Man kann übrigens rechtsklicken, um die Dinger herzustellen. Wieder was gelernt. Möchte ich aber nicht. Ich habe die einmal, ich hau die einmal rein. Dann haut er automatisch noch 24 Ebenen rein, aber... Das wird sich nochmal fixen, wird das hier. Also sich fixen. Nutziger Schlag, also so Kleinigkeiten. So ein kleiner Raptor, der fromme Wandersmann. Trauter des Steinbinders. Man muss ja immer kleine Kreaturen raufholen auch.
verweisene Fee. So, dann natürlich in Schwarz. Augenkreischer ist gut. Wie? Um den mal fertig zu millen. Schick als eine Kreatur gerade aus seinem Friedhof ins Exil. Eine Kreatur, ja, kann man machen. Opfere eine Kreatur als zusätzliche Kosten, um diesen Zauberspruch zu wirken. Ziehe zwei Karten. Nein. Ich hasse es, wenn man Dinge einfach so opfert. Das ist auch geil. Das ist immer eine geile Karte. Ich hab die aber nur einmal. Grimmiger Mediziner. Ja, why not? Vielleicht kann man damit nochmal was rausnehmen. Einmal nur nochmal, um was nochmal raufzuholen, was immer gut ist. So. Und natürlich noch die verlassene Ödnis rauf. Um Lebenspunkte zu bekommen. Ja, die Schneefeld-Dulide würde ja quasi dasselbe fast machen. Und die kommt genug getappt ins Spiel. Hätte ich jetzt aber nicht reinholen. Ah. Warnung der Professorin ist immer gut. Das ist einfach nochmal Lebenspunkte dazu zu bekommen. Das ist alles von den Farben nicht. Gut. Da haben wir schon mal die kleine Mana-Base. Dann gehen wir weiter nach oben. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nehmen wir erstmal 2, 3. Dann haben wir zum Beispiel wieder den alpinen Wachhund. Den können wir immer reinholen. Die Gründung der Milites ist auch immer zweimal ganz gut. Donnerredner sowieso. Tappe eine Kreatur deiner Wahl. Ziehe eine Karte. Ja, ziehen halt was, ne? Zu Beginn deines Endsegments, falls du in diesem Zug 3 oder mehr Lebenspunkte zu erhalten hast, erzeuge ein 2-2 weißen Greifkreaturen-Spielstein mit Flugfähigkeit. Aber ich glaube, so viel mit Lebenspunkte haben wir hier gerade noch nicht. Dass sich das wirklich lohnt. Der ist nochmal ganz gut auch. Schicke eine bleibende Karte deiner Wahl, die kein Land ist, ins Exil. Einfach mal, um Dinge wegzuzaubern. Vögel sind immer gut. Braucht halt Fliegen, eine Kreaturen. So. Zur Lektion werde ich gleich nochmal kommen. Habe ich jetzt bislang natürlich noch keine drin im Side-Deck. Marken von Gegnern zu eliminieren, auch gut. Hier nochmal, um so kleine Kreaturen wegzubekommen. Ich guck trotzdem erstmal noch durch, vielleicht muss ich nochmal was rauswerfen dann. Vier, ja, wir müssen ja auch irgendwo große Kreaturen wegbekommen, ne?
Aber ob sich das, dass sich denn lohnt, will ich schon eliminieren, wieder rausnehmen fast. Ah, ich denke mal, das passt soweit. Weil Vito ist auch noch mal gut. Vito ist eigentlich gar nicht mal so blöd, ne? Noch mal den einmal weg. Kilian, eine Melitis weg. Ja, wir gucken mal, was das bringt. Größer würde ich gar nicht gehen. Jetzt gucken wir noch mal zu den Lektionen. Gar nicht so viele Lektionen. Müssen noch Lektionen haben. Die Farblosen auch einfach vergessen. So. Ja, jetzt sieht es schon anders aus. Die ist immer gut. Die Umweltwissenschaften sind gut. Moment, jetzt habe ich die hier einfach reingeworfen, ne? Nein. Die sollten da nicht rein. Die sollten ins Zeitdeck. Normal, Zeitboard. Jetzt haben wir's. Augen könnte ich halt das Schwarze nutzen. Also können wir die eigentlich auch nehmen. Ja. Dann haben wir das nämlich auch voll, weil wir ja nur Best of One spielen. Ja. Suchen wir nochmal Killian raus. Schwupp, um das Bild zu ändern. Und hier. So. Und fertig. So, wie nennen wir das? Ja, pff. Erstmal nennen wir das noch Silberkiel. Weiß noch nicht, was ich damit, wie das nachher wirkt. Ich hab mal was zusammengebaut. Mal gucken, was es bringt, sozusagen. Was müssen wir heute eigentlich machen? Schwarze oder grüne, blaue oder rote, schwarze oder grüne? Ja gut, dann müssen wir nochmal mehrfach durchwürfeln. Schwarz haben aber auch drin. Ah, wir haben hier nur Sümpfe. Aber wir können auf alle Fälle was rausholen. Ja, Hellsicht 1. Fangen wir damit schon mal an. So. Ja. Thank you.
Lebensverknüpfung. Wir fehlen gerade ein bisschen die Ebenen. Ja, sonst könnte ich zum Beispiel auch nicht ausspielen gerade. Wo ich die Karte ja habe. Wir legen da mal eine 1-1-Marke drauf. Ja, irgendwas kann er. Hallo? Die Mauer bringt dir nur nichts, weil ich fliege einfach drüber weg. Ah ja, okay, ich habe nichts gesagt. Ob er jetzt blockt? Ja, natürlich. Jetzt dreht sich das Spiel, weil jetzt kann ich nämlich nichts. Okay. Nicht alle Karten aus dem Kopf. Eine Öden, das endlich kommt mal auf Weiß rein. Natürlich wegblocken, bitte auch machen. So. Okay. Nervig. Sehr, sehr nervig.
Hab ja eh verloren. Es war jetzt nicht so der Reinbringer, der gute, aber... Es war auch ein kleiner Test. Hier sehen wir übrigens nochmal die Stufen, die es gibt, wenn ich hier mal drauf drücken. Ja, oder auch nicht, das Ding will gerade nicht. Und wenn ich hier drauf drücken kann, dann kann ich auch auf dem anderen drücken. Egal. Hier. Gehen wir dann nochmal zwei Booster, ein bisschen Gold und einen Kartenstil. Wenn wir in Gold bleiben, aber es gibt natürlich noch Platin, Diamant und sagenhaft. Ja. Also eigentlich sind wir noch gar nicht so gut. Es geht immer noch besser. Wir haben Ebenen und wir haben Sümpfe, das ist schon mal was. Nein. Okay. Ein Déjà-vu gerade. Nur dass wir hier sowas haben zu Beginn. Okay. Erstmal ein bisschen aufräumen. Ah ja. Nee, hier ging es vor allem ums Kartenziehen. Die Mitternachtsuhr. Greifen.
Die trottende Rüstung. Eine Artefaktkreatur. Na gut. Drei Artefakte? Nee. Und oder Verzauberung, okay. Einmal eine Karte noch ziehen. Gut, ich habe jetzt keine getappt. Einfach machen. Ja, angreifen wäre eigentlich dumm. Ein bisschen aufbauen. Oh, okay. Nochmal Schaden geschossen wegen dem Skorpion. Immer gut. Oha, Marken. Marken, Schmarken.